Alles muss ich hier zerstören, ey. Geht's richtig zur Sache, Leute. Jetzt fall doch mal runter. Wie unrealistisch hier. Zerstört. Jetzt muss man weiter. Jetzt muss man zu dem vierten Lautsprecher. Spannung! Und die EBBF geht runter! Ach komm, hau ab! Spring ich dich erst hoch. Gar nichts mehr, jetzt muss ich nochmal benutzen, ne? Die Lautsprecher sind hinüber. Jetzt hält der Bastard endlich die Klappe. Oh, Alter. Aber Gunnarsson darf nicht entkommen. So, wo geht's denn jetzt hin? Nehmen wir das Ding hier. Muss ich denn hin? Ach da, gut. Tja, sorry Leute, ich da nicht so viel reden kann. Ich muss mich echt konzentrieren hier. Durch diese ganze Ruggelerei hier und so ein Scheiß, ey. Aber die Mission hat Power unter dem Motto. Mal gucken, wie viel Müllschrott ich mitnehmen könnte. Gunnarsson ist tot. Gut gemacht. Diese Arbeiter haben heute eine wichtige Lektion gelernt. Red Faction ist da, um für sie zu kämpfen. Gemeinsam werden wir diese Schlechter von diesem Planeten vertreiben. Ja, da haben wir es wieder geschafft. So. Mal gucken, was jetzt kommt. Da gucke ich mal auf die Karte. Und guck mal den nächsten Standort an. Es wird immer mehr hier, mehr. So. Dann fahren wir jetzt mal hier hin. Ja, die Karre macht ja auch nicht mehr lange. Ach du Scheiße. Der Karre ist auch bald Schrott. Dann guck mal, wie viel Sperrmüll ich jetzt hab gleich. Irgendwann fahre ich zurück zur Basis. Wie geht denn das Driften hier? Mal gucken. Scharfe Rechtskurve. Driften geht malerweise mit der Handbremse und Gegenlenken. Die Gebäude da drüben sind Unterkünfte für die Offiziere der EDF. Die haben hier das Sagen. Gas, Handbremse, Gegenlenken. Und das nennt man Drift. Klaus von Dust eingenommen und gesichert. Jemand muss da alles platt machen. Da bin ich dabei, Chefe. Wir richten in den Badlands eine neue Operationsbasis ein. Dort in der Nähe haben wir ein Waffenversteck eingerichtet. Leider war es nicht gut genug verborgen. Die Marauder haben es gefunden und sind mit unseren Waffen durchgebrannt. Unsere Fährtensucher glauben, dass sie dort in der Nähe ein Versteck haben. Es ist dein Job, es zu finden. Die Marauder sind schon lange hier draußen, aber wir wissen nicht viel über sie. Wir wissen nur, dass sie Schrottsammler sind
Und dass sie Fremden gegenüber extrem feindlich sind. Ja, da gibt's auch noch eine extra Bonusmission über diese Marauder oder wie heißen. Hätte ich dann auch noch ein kurzweilig Let's Playen. Wir haben ein Marauder-Fahrzeug gesichtet. Folge ihm und finde heraus, wo es hinfährt. So, wo müssen wir denn hin? Ach ja, gut. Aber Fahrzeug wechseln. Fährt er immer noch weiter. Boah, was ist denn das hier für eine krasse Gegend? Und so sieht's auf Mars aus eben. Ich verstehe immer noch nicht, wie können wir auf Mars überhaupt atmen. Es ist nah genug. Wenn sie dich entdecken, ist die Mission gescheitert. Mal sehen, wohin die wollen. Die haben sicher eine Basis oder einen Außenposten in der Gegend. So, dann müssen wir mal rüber schleichen, ne? Tja, der darf uns nicht entdecken. Vorsicht, Mason, sie werden dich noch sehen. Was ist das denn? Sie werden es nicht glauben, aber die Marauder sind durch einen Felsen gefahren. Wie war das? Das ist sicher ein Hologramm. Aber woher haben die bloß diese Technologie? Folge ihnen hinein, vielleicht kannst du etwas herausfinden. So, wo müssen wir jetzt hin? Geht da hoch. Ich habe das Fahrzeug der Marauder gefunden, aber keine Marauder. Der Eingang zu ihrer Basis muss ganz in der Nähe sein. Finde ihn. Das muss es sein. Sei vorsichtig, Mason. Vielleicht ist es eine Falle. Tja, und ich sehe keine Feinde irgendwie. Ich bin drin. Was ist das für ein Ort? Deinen Koordinaten zufolge könntest du im alten Altor-Minenkomplex sein. Er wurde vor Jahrzehnten nach dem ersten Aufstand der Red Faction aufgegeben. Tja, hier ist niemand. Ja, einmal im Kreis gelaufen. Hallo? Ja, toll, keine Karte. Vielleicht muss ich irgendwie so einen Weg finden oder so. Und da lacht mich einer als aus. Ich habe hier eine Störung. Kannst du irgendwas verstehen? Irgendwas über Parker. Könnte von der EDF sein. You will pay for every hour of damage.
Klingt eher nicht nach EDF. Er spricht zu jemandem, der Parker heißt. Parker ist tot. Hier ist irgendeine Art von Gerät. Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Sam sollte sich das mal ansehen. Mason, wir haben ein Problem. Die Aufklärung hat EDF-Einheiten gesichtet, die auf deine Position zukommen. Bitte wiederholen, ich verliere den Empfang. Das müssen wir, glaube ich, schnell abhauen. Wird immer interessant sein. Sam, kannst du mich hören? Was gibt's, Mason? Ich habe ein Gerät in den alten Altarminen gefunden. Der Commander will, dass du es dir mal ansiehst. Hey, hast du irgendwelche Marauder gesehen? Nur die, denen ich hineingefolgt bin. Hast du sie umgebracht? Warum interessiert dich das? Schon gut. Nimm mir einfach das Gerät. Ich glaube, wir müssen abhauen hier. Die EDF bewegt sich gezielt in deine Richtung. Raus da, bevor sie dich festnageln. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird ja immer besser von Red Faction Corellia. Ja, toll, Mensch, Dankeschön. Mann, ich muss hier weg. So geht's auch. Hau doch mal ab! Halten Sie das Fahrzeug an und das ist es, Sam. Irgendeine Ahnung, was das wohl ist? Vielleicht. Ich brauche etwas Zeit. Gut. Schrei einfach, wenn du etwas herausgefunden hast. Ja, dann haben wir es wieder geschafft. Gut, wir machen jetzt noch eine Mission und dann beende ich das Let's Play. Wollen wir mal, eh? Kollegen und Kolleginnen. Ich will mir noch eine Pizza machen. Empfangen eine Satellitenübertragung von der Hydra, Earth Defense Fleet. Den Statusbericht, General. Was ist da unten los? Unser Geheimdienst bestätigt, dass ein Guerilla der Red Faction im Besitz der Nanoschmiede ist. Der Rebell wurde als Alec Mason identifiziert. Er hat das Gerät anscheinend in den Altor-Minen gefunden. Ist die Schmiede einsatzbereit? Wurde sie repliziert? Das ist noch unklar, Admiral, aber unser Geheimdienst glaubt... Der Geheimdienst glaubt vieles. Wenn die Hydra im Orbit ist, wissen wir mehr. Während wir miteinander reden, bereiten meine Streitkräfte den Gegenangriff vor. Ich habe Befehl gegeben... Der Rat hat die gesamte Operation meinem Kommando unterstellt. Warum wurde ich nicht informiert? Ich diskutiere nicht, während Terroristen die Nanoschmiede zur Waffe machen. Übertragen Sie die Landekoordinaten, sobald die Hydra bereit ist, ihre Streitkräfte in Gang zu setzen. Cobell, Ende. Ja, da wollen wir mal, eh? Ja, wie gesagt, ich beende gleich das Let's Play. Wo sind wir denn jetzt hier? Neue Gegend, eh? Ja, und das später müssen wir alles nochmal machen. Ja, wollen wir mal gucken. Ja, toll. Bin schon in die neuen Gegend reingefahren, ne? So, wo ist denn hier die andere Gegend? Gegend? Wo ist denn hier... Ja, ich sehe hier nichts, kein gelbes Symbol. Tja, das heißt... Lass dir den Erfolg nicht zu Kopf steigen. Wir gehen erstmal Ausrüstung verbessern. Hast du mehr Barschrott gefunden? So, was brauchen wir denn hier überhaupt? Ja,
Ja, Rüstung hört sich ganz gut an. Wir machen dich zu einer Ein-Mann-Armee. So. Das wusste ich auch nochmal. Es ist sogar noch besser als zuvor. Und noch das sollte helfen. Gut. Sperrmüll habe ich jetzt alle weg. Ich war ja mal bei der Kiste. Und das Ding, ey. Ich hasse das wie die Pest, ey. So, jetzt ist Schluss. Ja. Ich hätte niemals auf diesen Felsbrocken ziehen sollen. So, Munition nochmal aufladen. Ja. Schätze mal. Wir haben hier eine Menge zu tun. Hier überall. Tja. Mache ich das Gebiet zum Red Faction hier erstmal. Ja, und hier kriegt man noch eine Menge Sperrmüll. Ja. Ja. Das war's erstmal mit Red Faction Guerilla. Ich melde mich zurück. Alles klar. In Islamabad. Tschüss, Sikorsky. Ciao.